So, und da kann es auch schon losgehen mit dem 3D Arcade Fishing Simulator letztendlich für den heutigen Review Day. Und ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal ganz kurz in die Option rein, was wir für Möglichkeiten haben. Wir haben die Möglichkeit der Spracheinstellung für Deutsch und Englisch, Lautstärkenoptionen für Sounds, Effekte und Sprache, V-Sync und Bestenliste. Ich habe keine Ahnung. Achso, die Bestenliste übers Internet und so weiter. So. Kommen wir doch aber erstmal zu den Menschen, die dieses Spiel gemacht haben. Und zwar, das ist Bumblebee. Punkt. Der Entwickler ist Bumblebee. Es ist ein deutsches Entwicklerstudio, deswegen habe ich mit denen auch einiges zu tun. Was gehört zu denen? Zu denen gehört noch Invitra zum Beispiel. Und noch zwei Spiele, mit denen wir heute noch kleine Reviews machen werden. Wie zum Beispiel Oh My Gore oder Ghost Control Inc. Aber wir bleiben mal noch jetzt bei 3D Arcade Fishing. 3D Arcade Fishing kostet derzeit auf Steam im Normalpreis 9,99 €. Bewertung der Nutzer-Reviews liegt im ausgeglichenen Bereich. Ja. Ich denke mal, das sollte uns erstmal dafür genügen. Achso, nein, es ist am 20. Dezember 2016 rausgekommen. Das heißt, es ist noch kein Jahr alt letztendlich. Und es befindet sich derzeit im Build Version 1.2.0. Es bietet leider, oder was heißt leider, Fischen und Multiplayer ist immer so eine Sache. Bietet's nicht, aber es bietet ein animiertes Menü mit Fischen. Und wir starten einfach mal die ganze Sache. Ich hab's, wie man sieht, hier mir schon mein eigenes Klopholz mal erstellt. Das ist der Jute nach Tara HD. Und das tun wir einfach mal fortsetzen. So, jetzt sind wir hier im Portal. Das ist, ich sag mal, der Startbereich dieses Spiels. Da steht drin, Name ist meiner, nach Tara HD. Und Geld sind 31 Euro. Bisher ein Fisch gefangen. Der größte Fisch ist demzufolge auch der eine Fisch, ne? Das ist der Karpfen. Die Angel ist eine Standardangel. Haken, auch ein Standardhaken, Spule genauso. Ist natürlich noch nicht viel passiert. Kraft, Zielgenauigkeit, Rollgeschwindigkeit und Reichweite ist natürlich letztendlich einfach alles noch sehr gering. Meine Köder sind auch noch nicht da, also lasst uns einfach mal angeln gehen. Um uns ein bisschen das Spiel hier anzuschauen. Drei Maps sozusagen. Spieler Level 3 ist erforderlich für Loch Ness. Und 60 Finger müssen wir fangen. 60 Fische müssen wir fangen, um in der Alaska-See zu fischen. Wir gehen aber mal in die Ruhrsee. Wir haben hier verschiedene Spots. Die erhalten wir, wenn wir gewisse Sachen erreichen. Und wir gehen hier hin. Ist ja das Einzige, was uns gerade zur Verfügung steht. So, und das ist es. Wir haben jetzt hier unseren El Klopholz, unseren Typi. Und Typi meint, er muss hier angeln. Wir sehen hier ein paar Fische. Und ab jetzt beginnt das Problem. Ich schmeiß hier meinen Haken aus. Wirf! Achso, oh Mist, ich habe ja wieder voll verkackt. Ich muss natürlich auch noch ins Grüne treffen. So, jetzt ist er hier. Was, kann ich jetzt irgendwas machen damit? Ich muss jetzt warten. Das Interessante ist, die Animation, wie ein Fisch hier dran kommt, ist echt lustig. Ich glaube, der hier kommt nämlich jetzt. Ja, genau. Der hier kommt. So, also Fische schwimmen. So. So, mir ist gerade ein leichter Fisch nicht in die Angel gekommen. Da ist der Hass. Ich kann es einfach nicht. So. Ist ja da hinten. Jetzt heißt es wieder warten. Wir haben hier so ein kleines, nettes Buch. Ach nee, das ist das, was wir gefangen haben. Wo ist denn das, was ich haben wollte? Ah, hier. Zielen und werfen. Am Angelplatz angekommen, wählst du als erstes den Köder deiner Wahl aus. Dann platzierst du den Schwimmer mit einem Klick auf den See dort, wo du ihn hinwerfen möchtest. Öffnet sich nun links eine Anzeige mit einem Schwimmer, der sich rasch nach oben bewegen wird. Versuche ihn im grünen markierten Idealbereich mit einem weiteren Klick enden zu lassen.
Abweichung äußert sich in abweichendem Auftreffen des Schwimmers und Hakens. So. Fangen. Sobald ein Fisch am Haken ist, klicke, um die Angel einzuholen. Links siehst du nun den Zugkraftbalken. Unten wird die Entfernung des Fisches dargestellt. Der hier. Oben mittig siehst du den am Haken befindlichen Fisch. Versuche nun, durch gedrückt halten der linken Maustaste den Fisch zu dir zu ziehen. Aber Vorsicht! Sobald der Fisch sich intensiv gegen die Angel wehrt, musst du loslassen, bis er sich wieder beruhigt hat. Rund um den Fisch siehst du einen farbigen Kreis, der die verbleibende Fangzeit darstellt. So. So, jetzt kommt er schon wieder. Dir ist ein mittelschwerer Fisch entkommen. Es wird einfach nicht besser. Also, wir sehen, dass das ist letztendlich so blöd, wie es klingt. Aber was habe ich mir jetzt schon wieder gemacht? Das ist doch total Grotte, was ich hier mache. Auswerfen. So, letztendlich sehen wir jetzt hier so ein wunderhübsches Spiel, womit ich einfach, wo ich einfach nichts kann, ja. Das ist wahrscheinlich eher deswegen demotivierend. Da ich noch nicht viele Angelspiele gespielt habe, es ist jetzt auch nicht das erste. Wird wahrscheinlich auch nicht das letzte sein, weil sich es einfach anbietet. Ich verstehe es nicht! Das ist das Gute an dem Spiel, der Publisher weiß, ich verstehe es nicht. Nicht der Publisher, der Entwickler. Ich habe denen das gesagt, ich krieg das überhaupt nicht auf die Reihe mit dem Spiel. Die nächsten beiden Spiele von dem Publisher sind deutlich besser. Muss man auch einfach sagen. Also, was heißt deutlich besser? Auf die komme ich deutlich besser klar. Verdammte... Fisch gefangen! Du hast ein Rotauge gefangen. Größe 15 cm, Gewicht 0,044 Kilogramm. 3 Euro verdient und 5 Erfahrungen erhalten. Ich würde sagen, wir versuchen unser Glück einfach nochmal. Und gucken, ob hier gleich Party hart ist und wir noch einen fangen. Vielleicht habe ich es ja dann doch mal verstanden. Also, weiß ich auch nicht. Ich gehe das nächste Mal angeln mit dem Netz und spanne das um den See und eh mal runter und dann renne ich rum und dann habe ich alle Fische. So. Dann ist die Sache doch geritzt. Warum ich das mit einer Angel machen soll, ey. Wobei, vielleicht ist es ja in echt mit einer Angel leichter. Ich habe keine Ahnung. Zieh. Oh, voll Assi, Toni, ey. Muss ich noch was dazu sagen? Also, na, achievementmäßig wird das hier echt ein Spiel des Todes eigentlich eher mehr. Das hat hier nichts mit professionellem Angeln zu tun. Das ist einfach, ich verstehe die Mechanik dahinter nicht. Ich habe gedacht, ich habe sie verstanden, aber irgendwie scheint das doch nicht so zu sein. So, mal gucken. Ah, hier, der Dicke kommt. So, mal gucken. Den. Ich
Ey, da mache ich ja nur schon fast gar nichts und der entkommt immer noch. Wir gehen mal kurz ins Portal. Mal gucken, was wir hier Schönes machen können. Wir haben nämlich noch was nicht angeschaut. Und zwar, wir haben den Anglerbedarf noch. So, ich habe noch keine Ahnung, was das macht, aber wir haben es. Mais, extrem günstiger Köder, der sich vor allem für Karpfen eignet. Raubfische lässt er kalt. Ach so, okay, das sind die ganzen... Oh, der Streamer ist eine preiswerte Fliege. Für die meisten Fische unattraktiv, jedoch ein brauchbarer Raubfischköder. Okay. Die Nymphe, das sind alles... Ach so, Köder. Ja, toll, wir haben hier unten das Ding. Okay, Köder. Dann können wir Angeln kaufen. Aber warum können wir die nicht kaufen? Ersten 5 über 5 Kilo fangen. Na, ich glaub's auch. Okay, Haken, was müssen wir da machen? Ersten Fisch über 2 Kilo fangen. Was macht die Spule? Aha, hätten wir jetzt das Geld, könnten wir sagen, wir holen uns hier so eine Profispule mit moderner Hochleistungsbremse. Ah! Hammer war nie. Was gibt's noch? Ah ja, die besten Listen? Achso, die seht ihr jetzt gar nicht, oder? Oh doch, die seht ihr. Es gibt einen, der das anscheinend sehr aktiv tut. Ja, ich mach's mal wieder weg. Und Statistiken gibt's. Achso, das hatten wir vorhin schon, ja. Wir haben 2 Fische gefangen. Ich könnte das jetzt pausenlos weiter so machen und immer wieder innerhalb von einer Stunde 2 Fische fangen. Wir machen das auch mal nochmal. Mal gucken, vielleicht funktioniert's mal. Ich meine, wir haben Kack-Ausrüstung. Achso, hier gibt's auch noch ein Level, ne? Also. So, jetzt war es wenigstens mal optimal ausgeworfen. Mal gucken, ob das wirklich dann auch so optimal ist. Ich weiß halt auch nicht, ob ich was davon habe, wenn ich das Ding kürzer werfe. Ich habe echt ehrlich gesagt keine Ahnung. Nee, Tienchen. Pausenlos weiter. Nee, das ist echt... Also, so ein klein bisschen Erfolg hätte ich ja trotzdem hier schon gerne noch in dem Spiel. Nein! Das kann doch nie sein! Es war bei 99%. Ah! Auswerfen! Das Auswerfen kriege ich hin. Guck, wenn ich ihn hier habe, das kann ja nie so lange, kann ja nicht so sein, dass ich hier. Also, das ist ja jetzt ein ganz kurzer Weg. Vielleicht kriege ich das ja hin. Vielleicht. Das ist ja wie, ich muss mich nur noch bücken und mir den Fisch greifen. Vielleicht klappt das ja. Ich meine, aller Anfang ist schwer, aber hier ist es einfach verdammt heavy. Und wahrscheinlich hat hier auch keinen Bock, kein Fischbock anzubeißen. Echt, ey. Das ist doch nicht normal. Hallo, Fische. Gibt's, hat nicht, tun die Menschen nicht behaupten, dass Angeln total beruhigend ist? Also, hab ich mal so gehört. Bei dem Spiel vergeht's mir einfach, weil keine Erfolgserlebnisse. Kommt der einer? Kommt der einer? Der will den doch, komm, der, ja, der will den. Ist ja egal, ob das ein kleiner Fisch ist. Ja, 7 Euro. 10 Erfahrung. Boah. Da können wir doch direkt fortsetzen. Irgendwas muss es ja mit dem Level ohne auf sich haben. Boah. Bald im Stream 5 Stunden lang 3D Arcade Fishing Simulator. Boah. Oh, da kommt er schon.
Neuer Rekord! Oh, Größe 59 cm, Gewicht 2,67 Kilo, was eine fette Sau. 13 Euro und 15 Erfahrung und jetzt gehen wir ins Portal. Du hast Folgendes erreicht, ersten Fisch über 2 Kilo gefangen. Den Doppelhaken haben wir jetzt freigeschalten und jetzt gucken wir, ob wir uns den leisten können. Höchstwahrscheinlich nicht. Haken. 150 Euro, fick die Henne, Hamani. Leute, da musst du noch ein bisschen in anderen Gewässern fischen hier. Aha. So. Auf das Event angeln wir nochmal. Mal gucken, was passiert. Was ist denn hier? Zum Beispiel alle Fischarten des Ursees gefangen. Fange 40 Fische. Das dauert bei mir 3 Jahre. 80 Fische, naja, da musst du echt in der Langeweile haben. So. Auswerfen. Oh, gleich mal übertrieben. So. Jetzt gucken wir mal. Es war richtig chillig, noch einen Fisch angeln können. Jetzt haben wir auch die übelste Mucke. Die ja eigentlich ganz cool ist für das Spiel, muss ich sagen. Also für mich, ich finde es sehr angenehm. Aber es ist letztendlich nicht alles, wie gesagt. Entweder ist das Spiel so konzipiert, dass es am Anfang sowas von schwierig ist, weil du der völlige Lappen bist beim Angeln. Und du dann später halt voll OP, weil du halt ja gutes Equipment, du bist einfach besser, die leichten Fische ziehst du voll ins Netz und so. Oder die Technik ist kacke. Hier, das Wutter. Der hier. Der will uns. Yeah! Ich würde sagen, ich hab's jetzt raus. Es liegt also an der Technik des Spiels. Dass sie so ist, dass ich sie einfach nicht verstanden habe. Und zwar, wir werden das einfach nochmal machen. Ich erklär's euch. Aber dann macht sie das Spiel wahrscheinlich schon... Naja. Für Virtuosen praktisch, für alle anderen nicht. Aber sobald letztendlich der Fisch dran ist, ziehen wir ihn, ist klar, soweit wie wir kommen. Bis er meckert, jetzt kommt er gleich. So, und jetzt fängt er ja oben gleich an zu zappeln irgendwann. Jetzt fängt er an zu zappeln, dann lassen wir los. Dann hören wir auf, bis er nicht mehr zappelt. Dann ziehen wir ihn wieder hoch. Ja, jetzt können wir doch richtige Streams draus machen, jetzt wo es erfolgreich geworden ist. Auswerfen! Wo habe ich denn den jetzt geschmissen? Na, das ist ja geil. Ja, mal gucken, ob die Technik so oft geht. Müsste eigentlich so funktionieren. Also wenn das so ist, dann funktioniert das so. Aber dann hast du eigentlich relativ schnell sämtliche Achievements, also nicht die Achievements, sondern dein Equipment ausgestattet. Was ich eigentlich wiederum ziemlich komisch finden würde, wenn das dann so schnell geht. Weil das Geld ist ja jetzt, ich bin jetzt bei 75 Euro. Jetzt habe ich es langsam. Das hier wird der kleine Fisch, der zu uns kommt. Ist halt auch mies, dass man das schon an der Animation der Fische sieht, letztendlich. Oder auch nie. Nö, der will doch nie. Aber er wirkte so, als ob er zu uns will. Vielleicht kommt er noch. Vielleicht überlegt er sich's nochmal. Heiler raus, ey. Oh, das ist der. Hä? Hä? Bist du's? Ja, der ist es. Oder? Ja, der ist es. Der Dicke. Boah, und da war er gefangen. 22 Erfahrung für einen fetten Flussbarsch und 32 Euro. So, wir sind jetzt Stufe 2. Ich habe bloß keine Ahnung, ob uns das was bringt. Und das würde ich gerne aber noch herausfinden wollen. Ah, okay. Durchs Benutzen werden anscheinend die Fähigkeiten hier besser. Jetzt irgendwas davon? Haben wir jetzt neue Sachen freigeschalten oder so? Man kann nicht runterscrollen. Spulen. Ich könnte jetzt eine Spule kaufen. Uey. Ich würde sagen, wir bleiben mal bei dem Standpunkt, dass das Spiel für Virtuosen ist.
Ich würde es tatsächlich auch mal für einen Fischsimulator, also nicht fürs Fisch, für einen Fischsimulator, für einen Angelsimulator, muss ich ganz ehrlich sagen, ist es mir vielleicht ein bisschen zu wenig. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß nicht, ihr könnt ja mal schreiben in den Kommis hier unten drunter, was ihr davon haltet. Ich persönlich finde es ein bisschen, ja, zu wenig. Ich glaube, man hat, wenn man einmal den Dreh raus hat, hat man sehr schnell die Fische, die man braucht, hat sehr schnell das Pferd, das maximale Equipment. Das muss man halt sagen, ist halt sehr einfach gehalten. Man hätte wahrscheinlich mehr draus machen können. Aber es geht halt letztendlich um Angelsport. Und ihr wisst, ich bewerte nicht gerade unbedingt nach positiven Dingen, sondern nach dem, wie es für mich ist. Und für mich ist es tatsächlich wie Botkolonie eine 3. Es ist wirklich ein absoluter Nischentitel. Aber wirklich völlig absolut der Nischentitel. Das heißt, Kaufempfehlung für die, die angeln mögen, wobei 10 Euro, holt es euch in einem Sale oder so, wenn es so 4 Euro kostet, ich sag mal so, dann ist es noch in Ordnung. Dann kann man sagen, okay, es ist jetzt dann doch nie meins oder so, es waren jetzt nur 4 Euro oder man lässt sich es auf Steam zurückgeben. Holt es euch im Sale, absolute Empfehlung, aber ansonsten nicht. Also für 10 Euro muss ich ehrlich sagen, wäre es jetzt, also mir persönlich wäre es das absolut nicht wert. Und Preiskalkulation ist bei mir immer, mit jedem Euro, den ich bezahle, brauche ich eine Stunde Spielzeit. Aber von der Story her normal. Wenn ich jetzt hier, ich gehe nochmal kurz rein. Wenn ich hier sage, das Spiel kostet 10 Euro, dann will ich innerhalb von den 10 Stunden brauchen, um das alles hier zu haben. Wir haben jetzt das Spiel knapp 20 bis 25 Minuten an. Haben jetzt 50 Euro gemacht. Das ist eine halbe Stunde, wenn wir das hochrechnen. Sind wir bei 100 in einer Stunde? Sind wir bei 1000? Naja, es wäre echt grenzwertig und genau passend vielleicht. Gut, jetzt weiß ich auch, wie es funktioniert. Also daher, gut. Entscheidet selbst. Für mich persönlich wäre es nur was, wenn ich es mir aus dem Sale holen würde und dann wirklich so ein bisschen Just for Fun à la chillaxen und bisschen die Angel schmeißen. Jetzt, wo ich mich nicht mehr aufregen muss, weil ich weiß, wie es geht, wäre es durchaus dadurch tragbar. Ich hoffe, das kleine Review zu 3D Arcade Fishing hat euch gefallen. Den Entwickler Bumblebee könnt ihr trotzdem unterstützen. Es ist ein super Entwickler und wir werden jetzt gleich zum nächsten Spiel wechseln. Ihr seht es auf YouTube morgen dann. Und liebe YouTube-Community, haut rein und bis morgen. Schaltet wieder ein.